Lebenssaft und Todessaft. Vor-Zurück-Tag. Mhm. Ja, ich erinnere mich, dass die beide nervige Starler-Decks hatten, aber wenn wir mit Burn spielen, dann kann uns das ja reichlich egal sein. Das war ein ziemlich guter Start. Finstere Kammer der Albträume. Mhm. Dann haben wir direkt mal eine Restruktor-Revolution Turn 1. Dann hätte ich gerne alles, was wir hier haben. So. Du kommst schon bei Glied 2 zurück. In Glied 4 kriegen wir den eh nicht. Also Feuerpfeiler. Kettendetonation. Würfeln wir mal ein bisschen. Zwei. Drei. Waren aber schreckliche Feuerpfeile. Naja, 600 Schaden. Aber immerhin nochmal 600 hier von der finsteren Kammer der Albträume. Kommen den Goblin, genau, gib uns noch ein paar Lebenspunkte, das ist gut. Mystic Tomato Tomato. Darf sich mal fröhlich selbst ins Gesicht schlagen. Pump. Apropos Gods. Wege des Schicksals. Ja. Das könnte die Typen um 2000 heilen, das wäre gar nicht so geil. Wir nehmen auf jeden Fall 2000 Schaden. Ja, der volle 4000 Lebenspunkte Swing in deren Richtung. Manchmal ist Wege des Schicksals halt mega fies. Aber halt nur, wenn es wirklich funktioniert. KI! What the frick? Hast du gerade Sprengkugel im Angriffsmodus gespielt? Wenn der Gegner ein gleich starkes Monster hat und von allen Monster, die sein konnte, eine Tomate ist? Die ein anderes Viech beschwört, wenn sie stirbt? Ja? Ist das, was ich gerade gesehen habe? Oh mein Gott. Aha. Unsere Kammer der brennenden Träume. Rechte Nachspeise für 1000 Damage. Come on, KI, seriously? Wir hätten jetzt auch den Sieg haben können. Feierliche Wünsche. Ja, kommen wir. Ketten wir unsere Tollkönigier. Makrokosmos. Whatever. Tausend Effekte später. Das geht zwar ein bisschen hin und her wegen seiner Heilung, aber egal. Finstere Kammer. Seelenübernahme. 500 plus. 500 minus. 300 minus. Meine Fresse, ich kann sie nur um Jahre handeln. So, Waffenstillstand. Dimensionsmauer. Endface. Nee. Ach, wieso kann ich da keinen Effekt reinketten? Wenn dieses Ding triggert, dieser Effekt triggert, müsste ich da doch eigentlich eine Kette dranhängen können, oder nicht? Dadurch können wir jetzt gerade nicht gewinnen. Jetzt muss er aus dem Monster spielen. Und er spielt friggin' Seelennehmer. Why? Stimmt, da war immer die Kammer, die macht ja nochmal plus 300. Ja, die kettet sich jetzt aber hinten dran, weshalb er erst vorher geheilt wird, ne? Oder? Und er erst die 300. Ne, Moment, sie kettet sich vorne dran. Okay, never mind. Nerv. Du gewinnst.
Ja, das reicht doch. Ich war genervt davon, dass ich keine Kette aktivieren konnte, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, im normalen Kartenspiel müsste man eine eigene Kette aktivieren dürfen können. Komisch, warum sagen die Leute, wir wären die Besten? Weiß ich auch nicht. Dass sie alles Geschwätz glauben. Das war mein Dialog. Die Leute sagen, wir wären das beste Duo hier. Das hat nichts mit Geschwätz zu tun. Es liegt daran, dass sie das einzige Duo in der Bar sind, schätze ich. Das wird der springende Punkt sein. Anime-Regeln wäre die Heilung noch durchgegangen. Die Realität ist ja bekanntermaßen oft enttäuschend. Ja. Nach Anime-Regeln darf man machen, was man will. Das sind Anime-Regeln. Ein weiteres Mal die Kamera direkt ganz früh. Dann setzen wir mal diesen Deskoala. Und diese tollkühne Gier für die Zukunft. Und dann warten wir erstmal ab. Das sieht mir mehr nach Turn 2 Action aus. Oh, Schwerter, ja, die finde ich ganz nett. Ich trigger gerne diesen Koala, wenn du noch 5 Handkarten hast. Bam! 2000. Und für den Zurückhammer der Albträume. War nochmal so ein bisschen Funken-Damage hinterher. Nicht Stufenbeschränkung Typ B. Was sollen wir da tun? Wird er sein. Nein, wird er nicht. Er hat zu viele Zielkarten. Riesenkämpfe im Angriffsmodus, Kay, da liegt ein Schwerter. Da liegen Schwerter. Ich weiß nicht, warum die Kay sich weigert, ihre Burner-Karten zu spielen, wenn sie stattdessen Zielkarten hat. Ich weiß nicht, warum da einprogrammiert wurde, dass diese ollen Zielkarten wichtiger und höhere Priorität haben als die Burner-Karten. Aber aus irgendeinem Grund tut die Kay das halt. Seelenübernahme. Mhm. Picaro. Mhm. Sure. 200 Punkte Schaden macht jetzt keinen Riesenunterschied. Und Riesenkeim. Und Riesenkeim. Und Finsterkammer der Albträume. Jetzt ein Kettenschlacht ziehen wir toll. Nope. Riesenkeim. Das ist natürlich mega viel wert jetzt. Ja gut, dann gib mir doch mal einen der Krüge. So, das aktivieren wir auch direkt mal. Kriegt der Schaden an. Dann gib mir doch mal das Vermächtnis. Boah. Konstruktorrevolution. Schaden. Dann nehmen wir die Tollkönige noch hinterher, wo wir was können. Traum. Und dies und das und jenes und überhaupt alles traumhaft. Ich glaube. Oh, der hat gar nicht so viele Handkarten, das ist ja doof. Naja, ist auch egal. Wird trotzdem reichen, wenn wir die beide aktivieren, nicht wahr? Nochmal kein großes Tohuwabo hier. Wir bauen uns Geschütz. Und Kettendetonation. Und fertig ist die Laube. Und finstere Kammer der Albträume. Burn und Burn und dead. Nur eine Fleischwunde. Reicht aber, um ihn zu töten. Auch Fleischwunden sollte man nicht unterschätzen. Du gewinnst! Siegesbonus, Tagbonus. Bonus, 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 Bonus. Komisch. Weiß ich nicht. Aber sieht soweit ganz gut aus, hier mal ein paar Mal Platz zu machen.
Wir haben Lebenssaft und Todessaft. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegner wir noch brauchen, damit wir endlich das, den Turniermodus freischalten, auf den wir ja hinarbeiten. Dürfte eigentlich nicht so viel sein. Doppelte Restruktor-Revolution. Oh, ist gar nicht so schlecht. Da wäre jetzt so eine Kammer noch sehr gut für gewesen, aber egal. Ich hätte jetzt auch gerne etwas Todessaft. Ach, klingt ganz lecker, ne? Restruktor-Revolution. Und nochmal die Restruktor-Revolution. Und dann hätte ich gerne dieses schöne Set an Karten hier. Und aktivieren wir einfach mal alles. Wenn wir nichts haben, können die Gegner auch nichts kontern. Und unsere KI können die Karten nicht verschwenden. Eine 3. Mal gucken, ob die Feuerpfeile diesmal ein bisschen besser sind. Die letzten Feuerpfeile waren ja sehr enttäuschend, die wir geworfen haben. Bis jetzt ist es sehr durchschnittlich. Und eine 2. Naja. Hätte schlimmer sein können, hätte aber auch besser sein können. Jetzt haben wir die 5 Kammer der Albträume. Aber die Hand ist gut. Wenn wir gleich dran sind, sollte es das gewesen sein. Mal gucken, was unser KI-Kollege gezogen hat. Oh ja. Oh ja, das ist eine schöne Hand. Er darf nicht ziehen, was eigentlich gut ist in diesem Fall, weil er soll den ganzen Scheiß, den er hat, auch bitte spielen. KI. Nicht schon wieder. Jetzt burnen die uns mit Heilerkarten. Den Kettenschlag in die 2. Du hast dann noch ein Verbeugungsgeschütz. Du hast vor allem Zylinder gehabt, KI. Du hast Zylinder gehabt. Wieso haben die nicht einprogrammiert, dass die Zylinder nicht immer gespielt werden? Oh Gott, ey, jetzt heilen die sich auch noch hoch. Ja, das könnte jetzt ernsthaft problematisch werden, weil die KI sich entschieden hat, ne, ich brauche die Karten nicht zu spielen, aber gucken wir mal, was die andere gegnerische KI auf der Hand hat. Körperlich des Dieners, mir egal. Spielen noch ein paar Karten, damit das verborgene Geschütz mehr Damage machen kann, wenn wir dran sind. Dankeschön. Finstere Kammer der Albträume. Restruktor-Revolution. Verborgenes Geschütz. Der Skoala. Ist immer der Partner schuld. In allen anderen Fällen ist es Camel schuld. So, jetzt kommt wieder der Scheiß mit den feierlichen Wünschen, wogegen ich nichts machen kann, weil ich kann aus irgendeinem Grund nicht da rein ketten, wenn die Dinge aktiviert werden. Und wir nehmen erst den Burn Damage und dürfen dann erst das verborgene Geschütz aktivieren. Ansonsten wäre das nämlich sein Tod gewesen, wenn ich in den Effekt von feierliche Wünsche hätte reinketten dürfen, was ich aber nicht durfte. Und jetzt hat er noch die Chance, uns umzubringen. Wenn er irgendwas an Burn hat. Bis jetzt nicht. Wird die KI den Koala einfach flippen? Please. KI. 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 KI, wir gewinnen, wenn du einfach nur den Koala flippst oder irgendwas. Flipp den Koala doch! Flipp den Koala! Flipp den Koala! Gottverdammt, KI! So, Nox. Na, Vince, herzlich willkommen. Gut, wir gewinnen trotzdem. Nicht. Feierliches Urteil. Ey, wir verlieren das jetzt ernsthaft noch, oder? Weil die KI zu blöd ist, einen Effekt zu benutzen. Ja, wir haben verloren. Wir haben legit verloren, weil die KI zu blöd ist, ihre Karten auszuspielen. Das ist unglaublich. Wir hätten das Duell vor 4 Runden gewinnen können. Die KI flippt den Koala nicht und spielt ihre Karten nicht. Jesus Christ. Hier wird gar nichts geflippt. Eieieiei.
Und Camel provoziert wieder. Feuerprinzessin, jo. Hand theoretisch gut, aber hier wird wahrscheinlich nichts davon ausspielen. Ja, Tejin Jo Taco. Guten Abend, herzlich willkommen im Stream. Ja. Wird alles removed, aber wen interessiert's? Wird er mal. Oh, er hat wenigstens mal was zur Abwehr von Angriffen ausgespielt, aber das verborgene Geschütz war immer noch zu viel des Guten gewesen, wie ich sehe. Gegen Deck, das sich teilweise heilt, ist es halt echt problematisch, dass die KI zu doof ist, ihre Burner-Karten auszuspielen, wenn er sie ausspielen kann. Schwester irgendwas. Früher in Turnieren ein Vulkanisch-Phoenix-Deck gespielt. Was genau hat die KI jetzt gerade davon abgehalten, die Reflektor-Dingens bei Monster zu aktivieren? Hab ich irgendwas verpasst? Oh Gott, Wege des Schicksals, das könnte gefährlich werden. Hä? Warum hat er den Schaden hier nicht zurückgeworfen? Kriegen wir was Besseres als geliebte Reihe gerade? Ah, nicht wirklich. Wir könnten tot sein. Je nachdem, wie die Wege des Schicksals fallen, könnten wir jetzt tot sein. Oh, wir sind auf jeden Fall tot. Stimmt ja, der Typ negiert ja auch die Heilung. Wow. Jesus Christ. Aber jetzt geht's aber los mit den beiden hier. Gut. Das haben die beiden legit gewonnen. Da konnten wir nicht viel machen. Das Vulkanisch-Phönix-Deck dann tatsächlich funktioniert auf Turnieren? Ich glaube, das sieht man nicht unbedingt häufig in den wirklichen Top-Tiers, oder? Ich weiß jetzt nicht, in welcher Generation du das gespielt hast. Ich weiß nicht, ob es mal in irgendeiner Generation tatsächlich wirklich, wirklich gut war. Destruktor-Revolution. Ja, nochmal. Deskoala. Schreckliches Feuer. Und dann Ketten detonieren wir ein bisschen. Jo. Tomato Tomato können erstmal 2000 Burn damit fressen und ein bisschen Rückschlag von der Squala. So muss halt aussehen. So, wunderbar. Seelennehmer ist nicht so schlimm. Kommen sowieso nicht in Kettenglied 4, damit stattdessen, dass die KI die beiden gleich fehlaktivieren wird. Also aktivieren wir sie mal jetzt. Ja, gerade weil es nicht so oft gespielt wurde, sind die damaligen Metadecks nicht weit gekommen. Okay, oh, das ist doch gut. Ach, 2600, liebe KI. Wirst du es schaffen? Na, nicht mit dem, was wir da gezogen haben. Also die giftigen Steckrüben spielt er sowieso aus. Das sind 800. Dann wird er den Cyber Erzunterwäldler spielen, weil die KI dumm ist. Jetzt ist die Frage, was wird er von den anderen dreien ausspielen? Okay, er hat die sinnvollen Karten gespielt. Aber wird das auch sinnvoll nutzen? Kriegen wir jetzt eine gerechte Nachspeise und 500 Damage? Ist das Problem. So, jetzt könnten wir gewinnen, wenn die KI einfach die Karten aktivieren würde. Aber die KI wird es wahrscheinlich nicht. Okay, Waffenstillstand. Wird sie auch noch gerechte Nachspeise aktivieren? KI, du hast Waffenstillstand. Ah, keine Ahnung, warum er darauf gewartet hat. Aber da ist es. Wow. Da musste der Gegner ihn aber echt für triggern, dass er jetzt die Siegeskarte aktiviert hat. Hiesch. Siegesbonus, Tag-Bonus, Bonus-Bonus, Bonus-Bonus. Meist unter die Top 10 gekommen. Ja, klingt doch gut. Was hast du denn in erster Linie für Gegner, die du dann besiegen musstest? Cyberdrachen, Monarchen? So weit in der Richtung? War das die Generation? Oder eher schon lichtbepflichtete Gladiator Beasts. Machen wir zwischendurch hier ein Safe. Und hier in den nächsten Sieg gegen die.
Ja, die Geschichte mit dem einen Duell, wo unsere KI eben einmal einfach aufgegeben hat, hat uns natürlich jetzt ordentlich Zeit gekostet. Dadurch müssen wir quasi ein extra Duell gegen ihn machen. Ein bisschen doof. Wieder starten. Ich hasse Text. Ach Gott, der goldene Marienkäfer wieder. Jupp. Schienen aber Monarchenfrosch sind die meisten gewesen. Okay, die Generation. Hummingbird. Das ist ganz schlecht für uns. Hummingbirds sind so, würde ich mal behaupten, unter den absoluten Todeskarten von allem, was man gegen uns spielen kann. Nee, wisst ihr was? Nee, komm, wir resetten einfach direkt. Das wird ein ewig langer Kampf, ansonsten werden wir am Ende wahrscheinlich sowieso verlieren mit dem Start. Die beiden sind keine guten Gegner mit Heileffekten. Sparen wir uns die Zeit und machen einfach einen Neustart des Duells. Dran auch nicht gut, aber egal. Könnte trotzdem passen. Dann haben wir mal wieder eine finstere Kammer. Tanzende Fee. Okay. Da ist ja wieder eine Hand. Ich hoffe, er spielt mit uns die beiden Reckless Greed. Ja, sehr gut. Was hat die KI denn gestochen? Er hat 4 verdeckte Karten gespielt. Macht die KI doch sonst nie. Schwester Refi Cool, die Gefallene. Mhm, Traum. Das heißt, wir nehmen jetzt Schaden durch sie. Rechte Nachspeise für dicke 1000. Und außerdem die Riesenkernverteidigung. Eins meiner anderen Decks, das ich oft gespielt habe, war Kristallungeheuer Hammern. Klingt auch lustig. Kristallungeheuer habe ich auch immer gerne. Verlieren wir noch einen Keim, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben gleich noch alle Keime für unsere Seite, wenn wir dran sind. Burn! So viele Verdeckte. Okay. Dann gehst du erstmal in die Verteidigung und dann hätte ich gerne. Hätte ich gerne diese finstere Kammer der Albträume. Und in die ketten wir dann mal diese teuflische Gier. Und in die ketten wir dann mal dieses Vermächtnis von Yatagarasu. Und in die ketten wir dann mal diese teuflische Gier. Und in die ketten wir dann mal. Oh shit! Ah, ich habe wieder nicht drüber nachgedacht. Ah, haha. Kettenschlag geht ja nicht mehr, sobald wir 2 gleiche Glieder drin haben. Mhm. Muss ja einen Kettenschlag irgendwie anders benutzen. Ja. Great. Destruck der Revolution. Oh, nochmal Destruck der Revolution. Feuer. Und dann spielen wir die und die und die die und dann haben wir noch einen Feuersoldaten. Kristallungeheuer bekommt man Hammern ziemlich schnell raus. Ja. Klar, verständlich, wenn du die Viecher ganz schnell hinten liegen hast, dann kannst du die einfach wegwerfen, um Hammern zu beschwören. Macht Sinn. Ich glaube, diese Deckart schon häufiger mal gesehen zu haben.
So, bevor die Gegner jetzt irgendwelche fiesen Sachen. Ah, ich kann ihn nur in G2 spielen. Damals, da muss ich da irgendwas machen, befürchte ich. Heilende Nixe. Mhm. Das ist gut. Kämpft freiwillig gegen die Keime. Ich hätte mal gerne so einen Riesenkeim. Und dann hätte ich mal gerne so einen Riesenkeim. Und dann hätte ich mal gerne so einen Riesenkeim. Das Schöne an Riesenkeimen in Tag Teams. Dann hätte ich mir gerne diese tollgrüne Gier und dann hätte ich mir gerne diesen Kettenschlag. So, besser. Du gewinnst. Einmal noch. Was? Immerhin hatten wir Spaß. Irgendwer hier hatte zumindest Spaß. So, einmal noch. Den Homwatt Tech Duell erstmal. Also theoretisch kann man die auch 10-mal besiegen, um noch wen freizuschalten, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das machen will. Ich denke, wir werden einfach bei 5-mal bleiben. Wie wir bei den meisten noch geblieben sind. Okay. Papier. Koala. Restrukt der Revolution. Dann spielen wir die Tollkönige hier von unseren Kollegen. Gegen Drawpower Decks ist ein maskiertes Deck. Mit Prior auf dunkles Gesetz. Sehr gut. Okay. Da kann ich jetzt wiederum nicht mehr ganz viel mit anfangen. Verräterische Schwerter. Oh, dann macht er immer nochmal 1-6. Seelen nehmen wir wie immer. Ist halt so. Seele wurde genommen. Aber scheint auch keine Monster zum Kämpfen zu haben. Also passt das schon. Wege des Schicksals. Kay geht mal wieder auf reines Glück. Aha, wie üblich. Kriegen 2000 und wir kriegen den vollen 4000 Lebenpunkte Swing dieses Mal in unsere Richtung, weil die Wege des Schicksals sind eine großartige Karte. Schreckliches Feuer. Schreckliches Feuer. Ich wünschte, DK würde einfach Reckless Greed aktivieren, er würde garantiert irgendwas ziehen, womit er jetzt einfach gewinnen könnte, aber nope. Das wäre wieder zu viel des Guten. Wächters Diener. Mhm. Ja, ein Gewinn halt in unserer Runde. Hoffentlich zumindest. Ja doch, das sollte kein Problem sein. Wir haben nur eine einzige davon im Deck, aber ich habe das Gefühl, wir haben jede Runde die Kammer der finsteren Albträume. Jede Runde. Försoldat. Ja. Ach, ich kann ihn nicht am Friedhof legen. Dammit. Na komm, dann gib mir irgendwas anderes. Oh, come on! Hättest mir nicht viel mehr Müll geben können, Spiel. Ist ja unglaublich. Flippen wir jetzt den blöden Koala, damit er zumindest ein bisschen Damage macht. So eine Kacke. Dunkles Gesetz verhindert, dass man außerhalb der Draw Phase Karten ziehen kann, weil du durch den Effekt eine random Karte abwerfen musst. Und durch den zweiten Effekt wird die Karte dann auch noch entfernt. Ach, freundlich. Emporkömmling Goblin, ja. Hält uns noch weiter, er hat momentan immer noch nichts.
Aber das heißt, die kriegen auch wieder Lebenspunkte zurück, was nervt. Come on. Noch ein Pokémon Goblin. Die Heilung geht mir minimal auf den Keks. Und Riesentronade, ja, traumhaft. Na komm, gib mir wenigstens den Krug der Gier. Können wir ihn jetzt schon mal aktivieren. Sonst sinnlos. Dieses verdeckte Geschütz hätten wir eben sehr gut gebrauchen können. Das wäre sehr nützlich gewesen in der letzten Runde. Hätten wir schon gewonnen gehabt. Ich sehe mit unseren 12.000 Lebenspunkten gerade keine große Gefahr, muss ich mal zugegebenermaßen sagen, dass wir dieses Duell verlieren. Nichtsdestotrotz. Yeesh. So, jetzt kommt der KI-Move mit Gods. Na, wird er Gods spielen? Nein? Nein? Ich bin beeindruckt. Hat er jetzt gedacht, feierliche Wünsche zurück. Trotzdem heilen die sich viel zu sehr, das nervt. Okay, wenn wir jetzt Royal Flush hätten. Zauberfallengartenzone voll. So, wir können nichts ziehen. Also wir müssen den Krug der Gier benutzen, wenn wir was Sinnvolles erreichen wollen. Ich hoffe, wir ziehen kein Monster. Yes, sehr gut, die Steckrüben sind optimal. Okay, dann, für unsere Kammer der Albträume. Riesenkeim. Jetzt kommt Tod und Vernichtung. Dem, was wir jetzt haben, können wir viermal das Duell gewinnen. Kommst du eigentlich auf Steckrüben? Ach, Unrat hatte, war es wahrscheinlich nicht da, irgendwann den Witz gemacht. Einer muss ja mal fragen, aber die anderen wissen es wahrscheinlich alle. Unrat hatte den Witz gemacht, weil wir immer Gift eines alten Mannes gesagt haben, ob mit dem Gift eines alten Mannes Steckrüben gemeint sind. Und seitdem sind sie Steckrüben des alten Mannes. So, jetzt habe ich vergessen zu ketten. Aber egal, wir können es ja jetzt noch machen. Hier, friss Feuerpfeile. Hier, friss Feuerpfeile. Hier, verborgenes Geschütz. So. Du gewinnst. So gerade eben. Wir hätten noch 900 Schaden durch die Kammer gekriegt. Wir hätten noch eine beliebige Anzahl an Schaden durch Feuerpfeile gekriegt. Wir werden es nie herausfinden. So, endlich sind wir durch mit denen. Meine Güte, die haben sich deutlich länger gehalten, als ich gehofft hätte.